Daryl Dixon. Sicherlich nicht nur mein absoluter Lieblingscharakter in The Walking Dead. Es gibt sicherlich einige Fakten, die du nicht über Daryl Dixon und seinen Schauspieler Norman Reedus kennst. Und aus diesem Grund erzähle ich euch heute 5 Fakten über Daryl Dixon. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, zu welchem Charakter ich als nächstes 5 Fakten präsentieren soll. Aber jetzt erstmal Fakten zu Daryl, los geht's. Norman Reedus hat sich ursprünglich auf die Rolle des Merle beworben. Das haben die Produzenten abgelehnt, aber sie waren so sehr von seiner schauspielerischen Leistung begeistert, dass sie eigens dafür die Rolle des Daryl entwickelt haben. Norman Reedus hatte in 2005 einen Autounfall. Infolgedessen wurde ihm eine Titan-Augenhöhle eingesetzt. Titan-Augenhöhle. Alter. Leute, fahrt immer vorsichtig. Daryl wurde als Kind von seinem Vater geschlagen. In Staffel 3 hat Daryl öfters darüber gesprochen, von seinem Vater geschlagen worden zu sein und dass er sich zum Beispiel im Wald verirrt hat und das niemanden interessiert hat. Als Kind hat er sich aber sehr an seinen Bruder Merle geklammert, der von der ganzen Sache teilweise nichts wusste. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler zu Staffel 7, also falls du Staffel 7 noch nicht geguckt hast und das noch vorhast, dann... Ja, was machst du dann eigentlich? Ja, dann spring mal zu Minute... Da kommt nämlich der letzte Fakt. Daryl ist mitverantwortlich für Glenns Tod. Die schockierende erste Folge von Staffel 7. Wir haben sie alle gehasst. Oh mein Gott. Nach dem gewaltigen Cliffhanger der letzten Folge von Staffel 6 entscheidet sich Negan am Ende für Abraham. Nachdem er diesen totschlägt, rastet Daryl völlig aus und verpasst dem Typen eine. Zu Recht. Das führt aber leider dazu, dass Negan noch eine Person töten muss und diese Person ist am Ende Glenn. Aus diesem Grund kann man sagen, dass Daryl für Glenns Tod verantwortlich ist. Was haltet ihr davon? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Jetzt kommt meiner Meinung nach der interessanteste Fakt, denn Daryl existiert nicht in der Comicvorlage von The Walking Dead. Auf der Nachfrage hin, ob er Daryl in die zukünftigen Comics einbauen wird, sagte Robert Kirkman: Nein, Daryl ist eine reine Erfindung von der TV-Serie. Das waren 5 Fakten über Daryl. Falls du mehr zu Daryl sehen willst, dann like dieses Video, denn bei 50 Likes lade ich ein weiteres Video über Daryl hoch. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, abonniere meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu The Walking Dead mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!